Diese Osterdekoration mit den Tulpen und den kleinen Häschen könnt ihr wunderbar in der Familie basteln. Man kann die Stecker in Gestecke packen oder in Blumensträuße. Die sehen auch ganz toll auf Geschenken aus. Ja, vielleicht nehmt ihr dann nur die Tulpen oder nur Häschen oder ihr mischt es wie hier. Das bleibt euch ganz überlassen. Die Tulpen könnt ihr natürlich auch mit Wasserfarbe farbig gestalten, in Gelb, in Blau und was weiß ich, was es alle für Farben gibt. Das bleibt euch überlassen. Ja, dann legt mal los. Für die Bastelarbeit brauchen wir nun folgende Materialien. Wir haben hier die Spitzen von Eierschachteln. Da brauchen wir helle und grüne. Dann habe ich hier Strasssteinchen. Dann brauche ich einen Buntstift in grün und in rot, einen Filzstift in grün und in schwarz. Dann habe ich hier zwei Schaschlikspieße, ein Pompon, ihr könnt aber auch Watte nehmen, das ist ganz egal. Dann habe ich eine Schere, hier habe ich eine kleine Papierblüte mit einem Strassstein. Dann brauche ich einen normalen Kleber oder einen Heißkleber. Zunächst trenne ich hier bei beiden Schachteln einmal die Spitzen heraus. Um eine Tulpe jetzt herzustellen, schneide ich hier jetzt eine Schachtel erstmal ab. Und bei dem Weißen habe ich das hier schon mal gemacht. So, dann schneide ich den Rand ab, dann kann ich das alles ein bisschen besser handeln. So, das mache ich bei beiden. So, jetzt schneide ich die Spitze auf. Und zwar sollen hieraus Blätter entstehen für eine Tulpe. Da brauche ich im Grunde zwei von diesen, also ich schneide das hier nochmal durch. Und zwar so, hier sind so Blätter, von innen sieht man das so, Blätter, so eine Blätterform ist da immer drin. Hier schneide ich das mal so mittig durch und schneide diese beiden Blätterformen aus. So, hier schon rund. So, das ist das erste Blatt. Jetzt kommt das zweite. Ihr werdet euch allerdings wundern, ich werde es herumdrehen. So, so sieht eigentlich das Blatt aus. Richtig aus. Aber bei den Tulpen ist das so, dass die Blätter oft spitz sind oder oben abgerundet. Da schneide ich jetzt mal hier diese Spitze ein bisschen rund. So, dann, das wären meine Blätter. Dann gehe ich hin, nehme hier einen Grünstift, mal die Ränder grün an. Ein bisschen hier und streiche da noch mal so ein bisschen grün drüber. Das mache ich mit dem zweiten Blatt auch. So, dass es noch so ein bisschen schön leuchtet. Und dann nehmt ihr einen Filzstift und malt die Kanten noch mal ein bisschen grün. Das sind die Konturen. Dann sind die Blätter etwas besser zu erkennen. So. Diese Blätter klebe ich so zusammen. So.
Ich habe das mal hier schon gemacht. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier habe ich einen etwas dunkleren Stift genommen zum Anmalen. Hier habe ich die so übereinander geklebt. Das können Kinder mit einem Klebstoff machen, Erwachsene natürlich mit dem Heißkleber. Und dann habe ich hier einen Strassstein aufgeklebt. So, die Blätter hätte ich jetzt schon mal fertig. Jetzt kommt die Blüte an die Reihe. Für die Blüte brauche ich hier eine weiße Spitze. Da schaue ich wieder, hier sind wieder die Blütenteile so angebracht. Ich schneide dazwischen das hier auf. So, da seht ihr wieder diese Blütenblätter. Da schneide ich mir jetzt 3 Stück von aus. Also für die Blüte brauche ich 3 Stück. So, und dann schneide ich mir das wieder aus. Das habe ich schon mal vorbereitet. So. So. Die Blütenteile werden auch wieder nicht, das sind nicht die oberen Blütenteile, sondern wir nehmen wieder diese spitzeren für die Blütenspitzen. Jetzt gehe ich hin, nehme einen roten Stift, damit ich da noch ein bisschen Farbe reinkriege, mal die Ränder hier so an. So, das mache ich hier etwas doller. In der Mitte streiche ich das leicht rüber. Ihr könnt auch noch mit dem roten Filzstift da entlang gehen, wenn ihr möchtet. Ich mache das jetzt einfach nur so. So, das mache ich jetzt bei allen dreien. So, 2, jetzt kommt das dritte Teil. Diese Arbeit können Kinder auch wirklich gut machen. Wie gesagt, nur nicht mit dem Heißkleber hantieren, weil der ist für Kinder viel zu gefährlich. Es gibt übrigens, wenn man den Heißkleber verwendet, jetzt Kappen zu kaufen, die man so auf die Finger steckt als Schutz. Extra für den Heißkleber gedacht. Ich habe mir schon welche besorgt, aber die habe ich jetzt gerade nicht hier. So, diese Blütenteile klebe ich so zusammen. So. Und hier nochmal so drauf. Dann wäre meine Blüte eigentlich fertig. Aber hier oben will ich noch einen Bogen schneiden. Hier unten möchte ich noch einen Bogen schneiden. Also ich klebe das jetzt mal auf, dann zeige ich euch das. Das mache ich jetzt mal mit dem Heißkleber eben. So, klebe ich das da jetzt dran. Hier überlappt das andere Teil. Das, wie das so bei den Blüten ist. So, und dann gucke ich mal, wie ich eine schöne Blütenform hier noch so entstehen lassen kann. Und ihr seht hier unten, sieht das noch nicht so nach Blüte aus. Das muss so ein Bogen sein. Tulpen sind immer so. Da schneide ich das hier nochmal so ein bisschen als Bogen ab. So, sieht schon ganz gut aus. Das muss ich natürlich jetzt noch so ein bisschen mit dem Buntstift hier färben, hier unten. So, dann nehme ich mir einen Holzspieß und klebe zunächst die Blüte daran. Dafür lege ich, oder umgedreht, den Spieß an die Blüte. Dafür drehe ich die Blüte mal um. Gebe hier ein bisschen Klebstoff dran. Ihr könnt es natürlich auch die Spitze nach unten machen. Dann kann man es besser in Pflanzen reinstecken. Weil das sollen ja so Stecker werden, die ich in Gestecke reinstecke. So, das wäre die Blüte jetzt. Und dann setze ich hier noch so in dieser Höhe die Tulpenblätter auf. So. Es sieht natürlich schön aus, wenn ich von diesen Blättern jetzt oder von diesen Tulpen mehrere mache. Vielleicht auch in verschiedenen Farben, vielleicht können Kinder die mit Wasserfarbe gelb anmalen. Aber das ist jetzt eine Idee so.
Und so soll es auch aussehen. Jetzt sage ich mir natürlich, Mensch, da fehlen doch noch vielleicht die Häschen dazu, die ich da reinsetzen kann. Ich habe hier noch so Häschen gemacht, das zeige ich euch auch, wie ich das gemacht habe. Die passen zu dieser Bastelarbeit ganz schön dazu. Also, dann nehme ich mir jetzt hier so einen hellen Karton. Ich sage immer Karton, weil ich von Eierkarton. Ein Eierkarton, denke ich, nehme mir so eine Spitze, schneide auch erstmal hier oben das hier wieder ab, dann ist das viel hilfreicher. So. Dieses Teil schneide ich auch so zwischen diesen Blütenblättern, die hier sind, durch. Und dann klebe ich das zusammen. Das geht natürlich mit dem Klebstoff, mit dem normalen Klebstoff auch. Denn das Häschen muss ja von beiden Seiten nachher gleich aussehen. So, dann schneide ich hier diese ganz dicke Kante noch mal ein bisschen ab. So, und dann malt ihr hier eine Form drauf, und zwar so, dass hier unten, dies ist jetzt die gerade Linie unten, da malt ihr hier so ein Kreis als so ein bisschen wie so eine Eierform, kann man sagen. So malt ihr das so auf. Hier der Popo steht ein bisschen höher. Dann kommt hier das kleine Kopfteil und hier schneidet er im Grunde noch so nur so eine Ecke rein. Also wenn ich das mal hochhebe, sieht die Form von der Rückseite so aus. So und dann der Kopf. Schneidet ihr euch am besten sowas aus Pappe und legt es drauf, ob es auch passt. So, und dann schneide ich das aus und dann entsteht diese Form. Da könnt ihr mit dem Filzstift ein Näschen aufmalen, einen Mund, die Barthaare und das Auge. Bei meinen anderen Häschen habe ich, wie ihr seht, ein Wackelauge aufgeklebt. Dann nehmt ihr euch hier diesen Rest von dem Karton von eben, von der Spitze von eben, schneidet die nochmal durch. Und dann wollen wir hier, ich mache es mal jetzt mit dem Filzstift, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Ich möchte so ein Ohr haben. Oh, das war die verkehrte Seite. Da war keine Spitze dran. So. Da zeichnet ihr hier so eine Ohrform. Die soll ja so ein bisschen nach hinten liegen, so hier auf, so ungefähr so etwa wie die Blüte ist. So, es geht hier noch so ein bisschen höher. Dann schneide ich hier so eine Ohrform heraus. Das kann ich nicht doppelt schneiden, weil ich das dann in die verkehrte Richtung habe. Das muss ich mir also zweimal aufmalen und ausschneiden. Das habe ich hier schon mal gemacht. Ich habe es auch so drangelegt, habe gedacht, ja, so die Größe passt. Und dann kann ich die Ohren dran kleben. Ich kann die natürlich auch, wie eben mit dem Filzstift, hier nochmal so ein bisschen nachziehen. Die Konturen. So, hier habe ich das andere Ohr. Wie gesagt, ihr könnt ein Wackelauge nehmen, könnt es aber auch aufmachen. Die meisten haben vielleicht kein Wackelauge zu Hause. Dann kann man da auch einfach eins aufmalen. So. Diese eins klebe ich von vorne auf. Ein Öhrchen. So. Und das andere von der Rückseite. Aber so, dass man das auch noch sieht. Dann wäre es ganz schön, wenn mein Häschen auf einer Wiese sitzt. Dann muss ich mir jetzt hier noch eine Spitze abmachen. So, diese Klebefäden, die sind echt immer lästig. So, schneide ich hier nochmal, wie eben auch, was durch.
schneide mir eine Ecke hier so ab und daraus schneide ich jetzt eine Grünfläche. Hier eine Spitze lasse ich so als Linie. Das schneide ich hier immer so weiter. Dann schneide ich hier einfach einen Bogen aus. So, den Bogen kann ich natürlich auch mit dem Filzstift wieder ein bisschen ummalen, also die Konturen hier anmalen. Und dann trennt sich alles so ein bisschen besser voneinander. So. Die Grünfläche positioniere ich so ein bisschen davor. So, dass es so nur an dem Bauch hängt. Das Kopfteil kann eigentlich so da drüber stehen. Und dann hatte ich noch eben ein Blümchen. Das finde ich ganz schön, wenn hier noch ein Blümchen raussetzt. So, und dann kommt der Schaschlikspieß. So, komm her, du Häschen. Und ich setze das Häschen da oben drauf. So. So ist der kleine Mümmelmann fast fertig. Wenn man den so sieht, dann denkt man ja, ja, da fehlt ja noch was, da fehlt ja noch was. Natürlich fehlt hier noch was. Das schöne Schwänzchen, das hätte ich doch glatt vergessen. Häschen, nee, das will ich dir doch nicht antun. Das gehört doch auf jeden Fall dazu. Da streiche ich hier das Hinterteil nochmal ein. Und dann drücke ich hier so ein Pompon einfach da drauf. So, jetzt kannst du zufrieden sein, du kleiner Hase. So geht's dir gut. Und das kleine Häschen, wie gesagt, ich nehme das jetzt mal mit dem Wackelauge, das passt wunderbar hier zu den Tulpen. Also ich kann das in ein Gesteck reinmachen, wenn ich hier zum Beispiel so eine Pflanze wie so einen Bubikopf, so einen grünen Bubikopf habe, kann ich diese Stecker da gut reinstecken. Oder aber, es ist auch ganz toll, wenn man damit Geschenke schmückt. Wenn ich zum Beispiel ein Geschenk habe zu Ostern, und ich klebe da so zwei Tulpen drauf. Das sieht auch richtig toll aus. Und das können Kinder machen oder ihr mit den Kindern oder auch Erwachsene alleine oder Senioren. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Ich brauche kein Material groß zu kaufen. Also von daher, wenn ihr hier keine Strasssteine habt, sieht es auch vielleicht ganz niedlich aus, einen Knopf aufzukleben und vielleicht ein bisschen Band noch durchzuziehen. Ja, da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Hier braucht man wirklich nicht viel Material, es ist preisgünstig. Eierschachteln haben viele zu Hause. Schaut mal, meistens sind die auch in grün oder in hell. Bunt färben könnt ihr das selber. Ansonsten schaut mal in meine Playlist, da gibt es auch ganz viele verschiedene Osterhäschen, die niedlich sind. Oder Gestecke oder sonstige Sachen, da findet ihr bestimmt was Passendes für euch. Ja, ich würde mich natürlich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ja, dann seht mal zu, macht euch eine schöne Zeit, genießt die Bastelrunden. Bis bald, eure Angelika Kipp.